Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Land 2, 6 Coins, DX und so. In der letzten Folge haben wir die Pumpkin Zone gemacht und die Hexe da besiegt, die anscheinend oben irgendwelche Stacheln hatte. Gar kein Plan, hat mir auf jeden Fall der Josh gesagt. Ich habe sie aber auch so jetzt nicht gesehen, nämlich nicht beim Schnitt oder so. Und auf jeden Fall, da bin ich gegen geknallt, falls sich jemand gewundert hat, warum ich da Damage bekommen habe. Der Josh wusste Bescheid. So, und jetzt gehen wir in die Mario Zone. Das wird so eine Spielzeugwelt sein, wenn ich das richtig sehe. Und heute ist ein bisschen spezieller, denn ich nehme diesmal, Alter, ein Pilz. Ich nehme heute im Stehen auf, tatsächlich. Denn ich habe mir so einen Monitor, das ist eine sehr interessante Welt. Die sieht ja fast so aus wie die von, wie heißt das denn? Mario Kart. Bei Mario Kart 8 Deluxe, da gibt es doch auch so eine komische Welt mit ganz vielen Zahnrädern und so. Jetzt bin ich wieder vom Thema abgekommen. Das merke ich auch bei diesem Let's Play. Ich komme sehr oft vom Thema ab, weil irgendwas im Spiel passiert. Da ist noch so ein Beyblade-Teil, richtig cool alles. Naja, ich habe auf jeden Fall so einen Monitorständer geholt für meine zwei Monitore. Heißt, ich konnte jetzt einfach bei meinen Monitoren den Ständer wegnehmen. Ha, er hat Ständer gesagt, lololol. Und jetzt fliegen die quasi in der Luft. Ich habe dazu auch ein Bild bei Twitter gepostet, falls das irgendjemand interessiert. Oh nein, ich bin runtergefallen. Wie konnte das nur passieren? Hier fehlt so ein Hit-Sound irgendwie auch, ne? Na, jetzt stehen die auf jeden Fall in der Luft und ich kann sie bewegen, wie ich will. Oh, das ist sehr praktisch. Und ich habe sie jetzt so bewegt, dass der eine Monitor, auf den ich halt immer spiele, ganz hoch ist. Und das ist toll, weil jetzt kann ich einfach stehen. Und jetzt wobbel ich hier die ganze Zeit hin und her. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr telefoniert oder sowas. Also ich habe das zumindest so. Wenn ich telefoniere, dann... tun die weh? Krass. Hier gibt es einfach Schrauben als Gegner. Ist ja fast wie bei Pokémon hier. wenn ich telefoniere, dann laufe ich immer die ganze Zeit hin und her und keine Ahnung, vielleicht nervt das voll. Vielleicht hört ihr das sogar, dass ich jetzt hier die ganze Zeit hin und her wobbel. Aber es war eine coole Abwechslung, finde ich. Also für mich so irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht rede ich hier auch voll den Blödsinn. Wieso geht der nach oben? Hä? Guck mal, warum schießt er denn da oben so nach oben? Richtig, Switch, ich will da doch nur durch. Lass mich da durch jetzt. Nein! Da ist nämlich bestimmt der Bonus-Level-Dingsbums. Oder? Wenn wir jetzt hier schon so eine komische Feuerblume haben, dann sollten wir das auch mitnehmen. Finde ich auf jeden Fall cool, dass ich jetzt auch im Stehen quasi aufnehmen kann. Ich glaube, das wird mir auch in Streams helfen, damit ich halt einfach nicht einpenne, weil nach einer gewissen Zeit, merke ich das zumindest, wenn ich längere Zeit aufnehme, dann werde ich halt müde, wenn ich die ganze Zeit nur sitze. Okay, es gab zumindest ein Power-Up. Nein, und den ganzen Weg wieder da unten. Wenn ich halt am Stehen bin, dann kann man nicht einschlafen. Also doch, ist mir auch schon mal passiert im... Okay, die brauchen wir auf jeden Fall. Im Bus damals, bei der Schule. Ja, ich hatte mit meiner Schulzeit immer sehr, sehr wenig Schlaf, muss ich sagen. Aber das tat weh. Nein! Jetzt habe ich die Glocke das erste Mal nicht mitgenommen. Ich fasse es nicht. Und ich habe auch keine Chance, sie nochmal mitzunehmen. Ja, und dann bin ich im Bus tatsächlich zusammengeknickt. Also wenn man so müde ist, dass man nicht mal mehr stehen kann, dann knickt man einfach so komisch zusammen. Ja, ja, das war auch ganz toll. Ach, guck, hier gibt's nämlich auch diese Schweinchen aus dieser anderen Welt. Aber hier in dieser Welt ist das diesmal, glaube ich, auch tatsächlich so, dass die drei Schweinchen der Boss sind. Ach, guck mal, diese Map hier weiß ich sogar noch. Das ist die einzige Map, an die ich mich erinnere. Und halt an den Boss hier. Und am Ende kommt einfach raus, das ist gar nicht dieses Spiel, das ich die ganze Zeit meine. Und es gibt gar nicht diese drei Schweinchen als Boss hier. Das wäre richtig sad. Aber ich glaube schon. Kann man da runter? Kann er mich irgendwie runterduddeln? Anscheinend nicht. Na gut, dann nicht. Ja, was war sonst? Ich habe jetzt da diesen Monitor. Das hat übelst lang gedauert, den irgendwie zu installieren. Guck mal, da rechts war auch schon ein Schweinchen, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Oh, ein Sternchen! Den will ich. Gib mir das Sternchen. Wie komme ich da ran? Ah, okay. Und wie komme ich jetzt an die Gegner da unten? Hallo? Ich würde gerne die Gegner da unten töten. Kann ich echt nur hier raus? Warte. Nee, das ist... lol. Das war einfach ein Bärchen. Ein süßes kleines Bärchen. Das ist doch schön. Ja. Na gut, ja, ansonsten war halt heute noch irgendwie richtig krasser Weltuntergang bei mir. So wettertechnisch. Ja, richtig Weg gewählt. Ich bin der Allerbeste. Nein, das wäre ein besserer Weg gewesen. Verdammt, ich bin nicht der Allerbeste. ja, es hat richtig krass geregnet. Das habe ich, glaube ich, so noch nie mitbekommen. Dabei war für heute eigentlich gar kein Regen angesagt und so. Ja, nehme ich mit, kleiner Ball. Und richtig krass auch gewindet. Ich glaube, so heftig, wie das heute war, habe ich das bisher noch nie mitbekommen. Und da wir... lol, das ist ja unfair. Und das ist das Goal. Kann doch mal so ein Ball ankommen? Ja, hallo, kleiner Ball, ich brauche dich. Und weil es so gewindet hat und wir gerade unsere Küche aber neu renovieren... musste unser ganzes Geschirr halt draußen auf der Terrasse sein. Also Leute, wenn ihr wisst, wo ich wohne, dann könnt ihr einfach auf die Terrasse gehen und da dann unser ganzes Geschirr mitnehmen und klauen. Ist das nicht super toll? Nur so als kleiner Tipp am Rande von mir, falls ihr gerade Geschirr braucht. Ja, auf jeden Fall mussten wir das
beschützen. Weil das ist halt wirklich auf der Terrasse und das ist nur so ganz leicht überdeckt von so einem Carporn, hätte ich fast gesagt. Nein, von so einem Carpot, heißt das so? Carpet, Carpot, lol. Was ist das denn für ein Gegner? Einfach so ein Jack-in-the-Box, wie geil ist das denn? Okay, riesige, komische Dinger hier. Oh, da verliere ich bestimmt... Oh, ich habe kein Leben verloren. Echt, haben die das hier so... Lol, muss man die hier mitnehmen? Ah, nee, die Dinger fahren. Ah, ich dachte schon, man muss so ein Bullet Bill mitnehmen. Ja, Bullet Bill heißt das, lieber Jay. Nur mal so am Rande. Und nicht Bullet Jiff oder was du da gesagt hast. Bullet Biff. Ja, aber die werden fast weggeflogen, unser ganzes Geschirr. Das wäre richtig kacke, wenn das einfach alles kaputt... Okay, der war sehr schnell unterwegs. Ja, da mussten wir das quasi mit unserem Leben und Körper und vollen Körpereinsatz beschützen, damit unser ganzes Geschirr nicht weggeht. Das war ein Abenteuer, Leute. Und was habt ihr heute so erlebt? Ja, sonst habe ich heute nicht viel gemacht. Ich habe recht viel Englisch gelesen, weil ich da gerade so ein komisches... Oh nein. Oh nein, da kommt doch ein kleiner Tin-Dings. Wie heißen die denn im Deutschen? Ein Zinnsoldat. Das ist ja witzig. Ja, ich muss so ein komisches Buch gerade lesen in Englisch, wo es um... okay, ich sollte hier keine Sachen mehr drücken. Zinnsoldat! Wo es um Atomkrieg und sowas geht. Das heißt, glaube ich, on the beach. Ja, nicht on the beach, sondern on the beach. Also am Strand. Oh, nein, nehme ich mit. Hallo, kannst du dich bitte wieder öffnen? Sei doch ein bisschen offener zu mir. Okay, da gehe ich oben lang. Das ist ja jetzt doof. Hä? Glaubt, ja, okay, das ist... Es ist so geplant, dass er noch oben lang gehen kann. Aber unten hätten wir halt ein paar Münzen bekommen. Na gut, wir haben jetzt gar keine Leben mehr. Das ist ein bisschen kacke. Und ich habe die Befürchtung... Okay, nee, unten ist safe. Hatte die Befürchtung, dass unten vielleicht die ganze Zeit alles nur Stacheln sind. Ja, unser Beach lese ich gerade, falls es irgendwen interessiert. Und da geht es um atomaren Krieg, beziehungsweise gar... keine Ahnung, Russland und Amerika haben sich, glaube ich, da gegenseitig angegriffen mit ihren atomaren Atomraketen. Das sieht nicht gesund aus, Mario. Aber ist okay. Und da geht es dann halt darum, wie die Menschheit in Australien lebt, weil in Australien irgendwie das atomare Zeug noch nicht ist. Und die leben da jetzt halt die letzten Tage, bis der Atomschrott... Lol, man kann hier auch nichts gewinnen? Das wusste ich nicht. Bis das bei denen ankommt, weil man ja mit nuklearen Dust stirbt. Ich habe jetzt auch irgendwie sehr viele englische Vokabeln im Kopf und nicht mehr die deutschen. Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Aber ist schon okay, da sprechen wir halt ein bisschen mehr Denglisch. That's alright, I think that's okay. That goes on no Kuhhaut. Kauhaut. Cowskin. Sits under all pick. Und so. Not the yellow from the egg. Pow. Kleine Gumbichen. Ja, dann sind wir ja gleich auch schon wieder durch. Ich habe die Befürchtung, dieser Part wird nicht mal 10 Minuten. Das wäre sehr schade, weil dann könnte ich ja nicht so viel Werbung reinhauen. Hm, können wir diese Folge noch irgendwie strecken? Ich glaube... Ey, ein schwarzes Schweinchen. Das ist sehr interessant. Ich glaube, ich sterbe einfach einmal gegen den Boss, Leute. Da passt das schon. Da seid ihr mit zufrieden, oder? Wenn ich einmal gegen den Boss sterbe? Ah, ich habe jetzt gar nicht die... Warte mal. Ich habe gar nicht den Special-Weg gefunden. Es gibt doch noch irgendwo so ein Bonus-Level. Ich finde das sehr interessant, dass ich hier die ganze Zeit wirklich auf dem Platz umherlaufe. Das sieht bestimmt komisch aus, von außen betrachtet, was ich hier mache. Ja, sind die drei Schweinchen! Das ist der einzige Boss, an den ich mich erinnere. Den fand ich so arschschwer früher. Weil man... Ja, man hat halt drei Gegner und nicht nur einen. Ich glaube, der ist noch nicht tot. Genau, und die werden immer schneller und so. Die haben sogar zwei Phasen. Sogar drei Phasen. Richtig heftig. Das war nur das erste Schweinchen, Leute. Und die haben alle verschiedene Muster. Richtig krass. Oh ja, da erinnere ich mich noch richtig gut dran, dass ich bei denen richtig die Probleme hatte früher. Oder ich habe die einfach immer sehr gerne gespielt, weil die eben so... Lol, der... Okay, das war unfair. Weil der eben so verschiedene Muster hat. Wieso lasse ich mich jedes Mal am Anfang von denen treffen? Okay, am Anfang nicht nach rechts gehen, das ist eine sehr schlechte Idee, weil er nach rechts rausgeht. Und ich weiß noch, dass ich hier auch sehr viel Geld ausgegeben habe. Also hier, wegen diesem Boss, habe ich früher sehr viel Geld farmen müssen und musste dann immer in die Spielehalle gehen und sowas, um mir da irgendwie ein Power-Up zu holen, damit ich überhaupt eine Chance habe gegen den Dude hier. Aber ich glaube jetzt, mit meinen Zirka... Nein. Der ist immer noch schwer. Der dritte ist super assig. Okay, jetzt ist halt die Frage. Wir haben jetzt verloren. Wenn ich jetzt wieder reingehe, dann starte ich bei dem Zwischenpoint. Was ist denn, wenn ich mir jetzt wieder ein Power-Up hole? Muss ich dann auch nochmal das ganze Level machen oder bleibt der Zwischenpoint da jetzt? Weil sonst würde ich mir doch jetzt einfach, ja, mir richtig geil für 200 ein richtig gutes Item holen. Ach ja, bei 200 gab es da keine. Oh, wir hätten fast 20 Leben bekommen. Wie gut wäre das denn gewesen? Na gut, dann für 50, da gibt es nämlich auf jeden Fall ein Power-Up.
Dann will ich wieder eine Niete bekommen. Ach, come on, ich will kein Leben. Come on, jetzt. Din, 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 din. Bin mir nicht sicher, ob mir ein Pilz was bringt, weil in dem ersten Block... Oh, man startet doch beim Checkpoint. Okay, also der Checkpoint bleibt für immer. Aber in diesem Block hier... Ah ja, okay, man kriegt hier dann eine Blume. Das ist sehr interessant. Gut, wenn wir die behalten, dann soll das eigentlich sehr, sehr einfach werden. So, jetzt nicht nach rechts laufen, weil das blöde Schweinchen doof zu uns ist. Hier, stirb! Ich mach dich mit meiner Feuerblume kaputt. Tja, was machst du jetzt? Ja, cool, mit der Feuerblume ist das richtig einfach. Holy moly. Moment, ich will die Feuerblume behalten. Ach du Scheiße. Wie schnell die auch einfach werden. So, der ist assig, den mache ich jetzt nur mit der Feuerblume. Okay, never mind. Aber einmal dürfen wir noch getroffen werden. Ach, das war's schon. Okay, mit Feuerblume richtig einfach. War jetzt ein bisschen gecheatet irgendwie, ne? Ein bisschen gecheased. Yeah. Die 5 der 6 Coins. Bling. Bin gespannt, ob Wario dann wirklich auch noch ein Boss ist. Vermutlich schon, oder? Und wie wir ihn da dann raus vertreiben und überhaupt. Cool, also das war dann die Mario-Welt. Ich glaube, der Drago Basler meinte auch diese Welt hier als Mario-World, ne? Also die Mario-Zone ist die, ja genau. Das heißt, hier gab es gar kein Bonus-Level. Ich weiß auch noch nicht, ob ich wirklich die alle Bonus-Level nochmal zeigen soll, weil anscheinend in den ersten Leveln hatten wir die ja anscheinend irgendwie verpasst. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die dann, nachdem ich die Wasserwelt noch gemacht habe, auch nochmal zeigen soll. Denn da sollen einige coole Bonus-Level auf jeden Fall bei sein. Könnten wir mal machen. Gut, ansonsten war es das aber mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich freue mich, dass ich jetzt im Stehen aufnehmen kann. Mal gucken, ob ich das noch ein paar Mal öfters mache. Bin gespannt, ob man es wirklich im Video hört, dass ich hier die ganze Zeit so rumgetänzelt bin. Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich es witzig. Ja, und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.